Dämonen rauben einen Panzerwagen aus. Die suchen wohl langfristiges Kapital. Meinem Vertrauen. Bekannt ihr als Dämonenbabys nicht genug Liebe? War Papa zu streng? Mama nie da und ließ euch weinen? Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Raketenwerfer weckt einen auf! Thank you.
Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Die sind viel zu angespannt. Officer, die netzschwingende Kavallerie ist da! Thank you.
我是花花架。 Ich denke, das war's. Alle okay? Die Dämonen kämpfen wie besessen. Die Dämonen drehen durch. Sie terrorisieren die Stadt. Erledigt ihn! Warten Sie! Die Tür klemmt! Der Tank geht hoch! Einen Panzerwagen ausrauben ist eine Sache, aber hier geht es um Menschen. Ich muss die Dämonen aufhalten. Hoffentlich sind wir gut versichert.
Oh Mann, Raketen! Die haben Raketen! Das nenne ich mal Training. Sind schlimmer als Fisk es jemals war. Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Oh!
Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. Seien Sie vorsichtig, Officer. Von denen gibt es noch... wird von Maskierten bedrängt. Officer in der Nähe, bitte ins West Village. Mann im Vertrauen! Bekannt ihr als Dämonenbabys nicht genug Liebe? War Papa zu streng? Mama nie da und ließ euch weinen? Die Dämonen sind keine Straßenbande. Thank you.
Oh, ist das alles für mich? Wenn man mir mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal Maskierte mit Raketen auf mich schießen werden, hätte mir wohl sogar gefallen. Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Irrer. Lasst der Natur ihren Lauf, wenn sie krank werden. Das ist brutal, aber die Steuern sind das auch. Unter Beschuss durch Dämonen. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Bei der Schießerei wird es Tote geben. Okay, Kinder. Schluss jetzt. Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg. Fisk war verrückt, aber er liebte New York. Aber die Dämonen, die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. Das war knapp. Sagst du meinem Kind Hallo? Ich frag mich, was Fisk in seiner Werft verbirgt. Thank you.
30. Gepanzertes Fahrzeug wird von Maskierten bedrängt. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Geld kann man auch einfacher verdienen, Jungs. Auch weniger destruktiv. Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Alle wissen, bin ich jederzeit offen für andere Ansichten. Ein Polizist hat mir in den sozialen Medien vorgeworfen, zu hart zu Spider-Man zu sein. Die Nachricht hat sich verbreitet. Alle haben darüber geredet. Ich will die Sache ausdiskutieren. Willkommen, Officer. Danke für die Einladung. Meine Jungs und ich haben uns ein Feuergefecht mit ein paar Typen geliefert, die nichts zu verlieren hatten. Es war ihnen völlig egal, wer überlebte oder starb. Es hätte einige Leben gekostet, wenn Spider-Man uns nicht geholfen hätte. Okay, schön und gut. Ich sage ja nicht, dass er nie etwas Gutes tut, aber er verursacht mehr Probleme, als er löst. Sie waren auf der Akademie, stimmt's? Wurden sorgfältig ausgebildet. Müssen Regeln befolgen. Ja, aber er scheint auch zu wissen, was er tut. Dieses Mal ist es gut ausgegangen. Woher wissen wir, dass Spider-Man nächstes Mal nicht den Tod aller Beteiligten verursacht? Das ist noch nie geschehen, oder? Ich glaube, wir werden uns einfach nicht einig. Danke für Ihren Einsatz und tschüss!